ihr lieben Kinder hier da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl Lied. So, wir haben letzte Folge gebaut, eine Strahlungsreinigungsmaschine. Luftbefeuchter hatten wir davor gemacht. Wir hatten hier Schränke aufgestellt und wir haben Werkbänke, um Waffen und Munition herzustellen, was ich ziemlich geil finde. Hier unten haben wir noch einen Luftfeuchter, da nochmal eine Tschernobyl-Lied-Maschine, wobei ich allerdings nicht weiß, wie das Ding funktioniert. Ich weiß nicht, habe ich nicht diesen... Ich habe doch diese Tschernobyl-Lied-Kanone. Kann ich nicht damit... nicht brennen? Okay, ich würde damit uns das Raum-Zeit-Continuum verändern. Okay, wir gehen jetzt nachher Butzel-Battle-Lied und gucken, was uns der nächste Tag so bringt. Das mit dem Brenner muss aber schnell gehen. Und ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass wir keine Dietrich hier herstellen konnten. Finde ich echt so ein bisschen schade. Aber was wollen wir machen? Es ist nun mal leider so. So. Olivier ist weg. Sollen wir uns nochmal schnell... Nasarok 3, das ist die синяя птица. Как слышите меня? Прием. Это Nasarok 3. Слышу вас хорошо. Прием. Носорог 3, планы изменились. Дед Мороз отправляется в детский сад в Копачах. Расчетное время прибытия через 3 часа. Обеспечьте сопровождение вертолета. Прием. Будет сделано, синяя птица. Выдвигаемся. Будем на месте через 2 часа. Конец связи. Дед Мороз. Мы с Борисом называли так профессора Семенова. Еще когда были студентами. Vielleicht ist es ja sogar das noch. Благодаря ему я приехал в Припять. Много лет назад. Он помог Татьяне получить работу. Mit denen müssen wir reden. А теперь сотрудничает с НАР. Наверное, у него есть на то причины. Он всегда был настоящим ученым. Okay. И он, моя главная надежда найти Татьяну. Ich gehe davon aus. Я должен с ним встретиться. Он был твоим наставником, да? Попробуй найти его, если для тебя это так важно. Только будь начеку. Я всегда начеку, Оливер. Скорее всего, его будут охранять. Постарайся проскочить незамеченным. Не строй из себя, Рэмбо. Also ich denke mal, ja, das wollte ich gerade sagen, das ist eine richtige, wichtige Geschichte hier gerade, um weiterzukommen. Ich wollte, bin traurig, dass ich keine Tricke herstellen kann. Und sollen wir nochmal mit ihm sprechen? No, wir haben ja schon alles besprochen. Schau дальше, Boss. Ja, du siehst, sie hat Ausrüstung an. Okay. Hat er noch Munition für die AK? Soll er die Schrotflinte kriegen? Revolver-Motivation. Revolverschuss haben wir richtig viel, ne? Nur für die AK nicht unbedingt. Also wir können nichts abgeben, definitiv nein. Okay. Oh, guck mal, das Kraftwerk wird immer mehr mit Tschernobylit hier befallen. So, Kopatschi, ein alter Freund. Okay, das machen wir. Zentrum von Pripyat. Wir geben jetzt ihn hier nochmal. Für Dings und wir machen den... alten Freund. Ich wollte doch eben gerade noch irgendwie was zu futtern machen hier. Was so Heilsalben und so ein Scheiß. Ich glaube, wir müssen mal gucken, dass wir gleich was nehmen können. Георгий Семенов. Старый добрый Дед Мороз. Тебе ведь интересно, что произошло с ним тогда, много лет назад? С чего бы ему работать на НАР, любимый? Наверняка у него есть серьезные причины. Он всегда был к нам добр. So. Nun komm, Tag 7, Kopatschi, Nachmittag. Waren wir nicht schon Tag 7? Haben wir das nicht schon? Okay, ist egal. So, lass uns mal kurz gucken, dass wir hier nochmal... Hat er genommen? Nee. Verwenden? Macht er nicht. Offensichtlich sind wir da gut bedient. Wir sind, glaube ich, in der anderen Welt noch nicht, stehen wir nicht gut bei, ne? Die Schrotflinte hätten wir mal vielleicht verbessern sollen, bevor wir irgendwie, ja. Wäre mal geil, direkt am Anfang direkt gleich mal Loot zu finden, aber nee. Ist nicht drinne. Ist nicht machbar, sowas.
Eine Gondelelel. Und nochmal, nachladen, nachladen. Hier sind, wenn sich die Wege mal kreuzen, ne, da weißt du, wo man hin muss, ne? Und dann hat man so die Qual der Wahl und man ist selber nicht gut darin, irgendwie die richtige Wahl zu treffen. Da, wir haben wieder was gefunden. Oh, oh. Gesehen bei unserer Missetat. Ich bin keine dumme Kuh, hör auf, was zu sagen. Ja, versteck dich doch nicht immer, du Penis. Warum geht bei den Morden immer unsere Psyche kaputt? Naja, wegen so etwas hier, ne? Muss ich das mal vorstellen, Alter, ehrlich. Ein Klumpen... Alter, das ist richtig aufgebrochen. Die Schädeldecke ist richtig aufgebrochen und da drinnen sieht man so die Gehirnmatsche. Kein Wunder, dass wir psychisch krank werden. Und dabei noch die glückliche Musik danach, dann immer nach unseren Missetaten. Oh, naja, der hat sich das Ganze erledigt mit dem Kopf. Naja, nicht den Kopf verlieren, wie war das, ne? So, wir haben hier immer noch überall diese Nebendingens. Davon werden wir ein, zwei auch mitmachen, definitiv. Und dann duschen wir mal, was uns hier noch so erwartet hat. Aber wir gehen davon aus, dass wir ganz viele Soldaten finden würden, weil es ist ja... Da sagt ja Helikopter unterwegs, bla bla, Verstärkung, blub blub. Folgedessen nehmen wir mal an, dass wir hier schon mal gewesen sind? Ja, wir waren hier, glaube ich, schon überall, ne? Unser Spielplatz ist hier nicht sehr groß. Was soll denn hier sein? Hier ist gar nichts. Blödsinn. Wahrscheinlich tiefer, aber unterirdisch, bunkermäßig oder was? Das ist derselbe Scheiß, wo wir vorhin schon mal gewesen sind, wo wir nicht an die Items rankamen. Weil wir keine Dietriche haben. Ja. Ja, hier kommen wir einfach nicht durch. Keine Dietriche am Start, ne? Echt ärgerlich. Aber es befindet sich immer wieder ein neues Item hier drin. Das finde ich natürlich sehr nice. Diese angenehme Musik immer dazu, denn... Man würde nicht denken, dass das hier gefährlich ist. Ich meine, sind die auch nur Menschen, ne? Ja, ja, das macht unsere Psyche total psychisch kaputt. Weil wir hier echt die Leute töten. Und ich glaube, wir sind eigentlich kein Mörder. Deswegen sind wir so beknackt danach, nach solchen Sachen. Aber, oh, wieso habe ich denn meine Rüstung kaputt? Wie kann ich die denn reparieren? Oh oh. Wo war der andere Soldat? Wird mir gar nicht mehr angezeigt. Ah, da hinten.
Ach, je. Dieses Spiel. Ach, Kinders, ey. Warum? Lass uns mal eine Psychosalbe fressen hier. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns mal neue kochen können. Hier ist ganz viel Shadow Bleed. Hier ist eine Hinweise. Lass uns lesen das. Прозвище агента КГБ. Ja, 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 ja. Наверное, уже не удастся узнать, кто это был. Generalmajor Ivan Markelov, Leiter der zweiten Generaldirektion des KGBs. Genosse Markelov, ich möchte Sie im Namen eines unserer Agenten mit Gottnamen Splitter respektvoll um Hilfe ersuchen. Agent Splitter ist ein guter Kommunist und ein fantastischer Geheimagent, der vor kurzem aufgrund einer schlechten psychologischen Einschätzung als dienstuntauglich eingestuft wurde. Genosse Markelov, ich habe Agent Splitter während eines Studiums beim Polytechnischen Institut für Leningrad persönlich ausgewählt und verbürge mich für seine Integrität und seinen Nutzen für die laufende Operation unserer Abteilung. Ich respektiere die Arbeit und die Einschätzung unseres Personalpsychiaters Dr. Bruanov, aber ich möchte doch die Dringlichkeit unserer aktuellen Mission betonen, hinter solch einer Erwägung meiner Meinung nach zurückzustellen sollen. Daher möchte ich um Ihre Unterstützung bei meinen Anliegen bieten, Agent Splitter zurück in einen aktiven Dienst zu versetzen, damit er Arbeit in Pripyat fortsetzen kann. Trotz kleiner persönlicher Schwachen ist Agent Splitter einer unserer besten Agenten und ich brauche ihn vor Ort, um das neue DUGA-Projekt abzusichern. Hochachtungsvoll Genosse Major Kuznetsov. PS, viele Grüße von meinem Vater wollen dir. Er fragt, ob er sie auf bevorstehenden Fee-Veteran treffen sehen wird. Okay, wird er wohl nicht. Gut. Okay, hier, da sind 20 Meter, da gehen wir auch nochmal flott hin. Eben mal abchecken, die Umgebung. Items. Wir finden immer weniger, habe ich das Gefühl. Wo war denn das jetzt hier gerade? Wo ist das hier? Da? Da steckt auch wieder jemand, ein Chernobyl drin. Das Chernobyl tötet mich. Kann ich hier mit irgendwas anstellen? Und wenn ich das jetzt R2 drücke, dann fliege ich ja zurück in unsere Welt wieder zurück. Das ist ja für'n Arsch, das wollen wir ja nicht. Ich hätte erwartet, dass wir irgendwas Cooles damit machen können. Aber wie gesagt, wir können auch das Raumzeitkontinuum damit. Ich ignoriere einfach mal diese Schuße. Das eine war der Bunker. Und das andere war der, ich weiß nicht. Das, wo ich vorbeigelaufen bin, das war der Bunker. Das wird hier was anderes sein. Aber tiefer, ja, das ist der Bunker. Verkackte Kacke. Sind beides dieselben Questen. Glaube ich mal. Zu wissen. Ja, das ist hier der Bunker. Das sieht man hier unter uns. Da ist das Schriftstück. Und da ist was anderes eben halt. Ach, das ist schade. Ich weiß nicht, mit den Dietrichen, das muss man irgendwie nochmal rausfinden, wie das, wie man das, wie man das macht. Ah, guck mal, was ist das? Eine Lovenzange. Das nehmen wir sofort mit. Denk daran, Tomji. Ihr werdet mit Verstärkung gerechnet. Auge juck, Gehirn. Aha, das ist nicht schlecht, das brauchen wir auch. Einfach mal, weil es mich interessiert. Oh, oh, oh. Oh, Mann. Was? Ja, so viel dazu. Hm.
Alter! Scheißdreck, da bin ich aber in die Falle gelaufen, ich Holzkopf, ey. Das kann ja nicht sein, ey. Da habe ich mich ja übertölpeln lassen. Oh, also, den Arm weggerotzt. Da liegt die andere Leiche. So ein Blödsinn, ey. Das ist ja total... Naja, so ist es halt, ne? Ist passiert, kann man nichts mehr machen. Wir müssen in der Base mal wieder kochen. Deswegen brauchen wir jede Menge von diesen Löwenzahn hier. Na, ja, der hat die Waffe noch fallen lassen. Kann man... Ja. Gewehrmotivation. Da ist nochmal Löwenzahn. Aha, da, Spritkanister. Ups. Ups. Upsi, pupsi. Was war denn das? Da ist ein Raumzeitkontinuum aufgegangen. Da schon wieder. Was ist das? Da! Da schon wieder! Schwarze Zocker! Aua! Da hätten sie noch mehr welche. Oh, sie ist schnell. Oh! 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 Ja, mach doch hinne jetzt. Muss 6 drücken, da kann ich mich itemisieren. Hat er jetzt genommen? Ah ne, 6 ist ja gar nicht. Das ist 6 ist ja die Dings. Doppelt belegt, das ist ja blöd. 4. Mehr als das kann man denn aber auch nicht, ne? Wir brauchen Psycho-Dings. Ah, ich sag doch, da sind diese verkackten, schwarzen Ficker hier. Entschuldigung. Vor allem, wie denn hin und her glitschen, Alter. Zap, 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 zap. Ey, das ist ja irre. Die sind ja schnell. Das ist ja Matrix, ja mal. Es gibt keine Löffel. Guck mal, hier haben die... War ich das? Nee, das war ich nicht. Ich reiß meinen Gegner nicht den Arsch auf. Okay. Meine Psyche ist ganz unten, Alter. Ich glaube, ich sollte mir echt gleich mal was kochen. Wäre jetzt, glaube ich, echt angebracht. Puh. Leute! Feuerwerk? Was soll ich mit dem Feuerwerk? Selbstschussanlagen? Ja, alles sehr gut und lustig.
Das ist dein Ernst? Sind hier noch mehr von diesen schwarzen Stalker am Start? Oh, cool. Okay. Jetzt dreht er sich gleich um. Jede Wette. Manchmal ist ein Visier gar nicht mal so gut. Scheißdreck, Alter. An sowas habe ich gedacht, dass sowas passiert, ne? Ich sneak ihn da so ganz seelenruhig hinterher. Und was passiert? Er lockt mich in die Falle. Alter Schwede. Nun ja, wie dem auch sei, wir sind ja jetzt hier. Die Schießerei, die konnte man doch bestimmt aus 10 Kilometer Entfernung hören. Beruhigen. Ich beruhige dich. Это я, Игорь. Вы же помните меня, профессор Семенов? Столько лет прошло. Я думал, вы давно на пенсии. Но мы ведь с вами люди науки. Наверное, отдых просто не для нас. Игорь! Я так рад тебя видеть. Вот только что ты здесь делаешь? Здесь опасно? Что вы здесь делаете, профессор? Вы действительно сотрудничаете с НАР? Вы знаете, чем они занимаются в зоне? Знаете, как обращаются с самоселами? Игорь, успокойся, пожалуйста. Мое дело наука, как и всегда. А политику и бюрократический вздор я оставляю другим. И чем же конкретно вы здесь занимаетесь? Обо мне не беспокойся. Я не превратился в доктора Менгеле. Я изучаю местную фауну. Я клар. Удивительное создание, очень опасное. Полагаю, тебе довелось с ними сталкиваться? Есть данные, полученные еще до Чернобыльской катастрофы. Очень важно собрать всю доступную информацию. Дай человеку дух перевести, а то он начнет тебя подозревать. Похоже, его просто заставили работать с НАР. Так мне кажется. Das mit der Fauna war, glaube ich, weit hergeholt, oder? Ich weiß es nicht. Er sagt so, ich arbeite an etwas wie, da steht gerade eine Topfpflanze. Fauna. Отчеты в заброшенном детском саду? Это был непростой детский сад. В те времена за нами все время следили. Люди, которые хотели нами управлять. Я пытался тебя от этого оградить. И здесь хранятся архивы КГБ. В этих подвалах можно многое найти. Скажите правду, профессор. Вы подписали с НАР какой-то пакт? Пакт? Как драматично, как зловеще. Я подписал договор о неразглашении и рабочий контракт. Я не отвечаю за то, как они управляют своими объектами. Для этого есть другие люди. Ты понимаешь, как важно то, что здесь происходит? Такое нельзя доверить дуракам в униформе или дуракам в костюмах от Армани. Чтобы изучить свойства чернобылита, нужны настоящие профессионалы. Я не видел Татьяну 30 лет. У меня, кажется, провалы в памяти. Я не помню, что произошло в ночь аварии. Мне нужно найти ее и выяснить, что с нами случилось.
Четвертый реактор. Ужасная катастрофа. Некоторые наши коллеги отдали жизнь из-за ошибки в этом эксперименте. Вот что бывает, когда политики начинают управлять учеными. Татьяна, такая чудесная девушка. А твой друг Борис, вы везде ходили вместе. Я называл вас своими тремя мушкетерами, помнишь? Слушай, охрана скоро вернется за мной. Не хочу, чтобы они навредили тебе или задавали ненужные вопросы. Как мне с вами связаться? Я сам тебя найду. Теперь иди. Na, das ist nicht gut, wenn einer von der NRI uns finden würde. Okay. Was? Warte mal. Ah. Nee, ne? Haha, das war mir fast klar. Oh, wieso können die denn sowas? Wieso musste ich jetzt in den... Ja. Meine Rüstung ist doch komplett runter. Die müsste man mal wieder heil machen. Hm? Warum musste ich denn jetzt in den Raum voller schwarzen Stalker rein? Verdammt, das ist ein Labyrinth. Ah, hier geht's raus. Zum Glück. Weg hier. Ah! Wollen wir schon wieder zurück da rein? Was soll der Blödsinn denn jetzt? Hier sollen wir irgendwie hin. Der Professor ist noch da. Ne, der ist schon weg. Wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Wollt ihr mich verkacken? Ja. Ja, es ist unterhalb tatsächlich. Oh, ich will nicht wieder mit den schwarzen Stalkern spielen. Боже, что за опыты проводила КГБ? Иннар пытается продолжить его работу. So, Bericht blablabla. Betreff Test Nummer 56 per Schertung mit Nadellosung. Exemplar Wachstum 1,88,97 Kilo. Zustand ein postoperative Schmerzen. Zweitens extreme Unruhe. Drittens mit Fentanyl verbundenen Atemdepression. Behandlung, entynubidatische Injektion einer Kombination von Analgetika und Droperdol. Blablabla und blablabla. Ich verstehe nur Bahnhof. Verfahren, Injektion 5% Genobidlanolösung. Folge nach 5 Minuten und 32 Sekunden begann der bereits bekannte Gewebewachstumsprozess. Innerhalb von 2 Stunden waren die absichtlich entfernten Teile des Verdauungssystems, Gallenblase, Leber, rechter Lebergang, Milz und ein Teil der Bangeras bereits vollständig regeneriert. Zweitens, um 8.33 Uhr wurde eine Probe N-Blabla vom Exemplar entnommen. Die mikroskopische Prüfung ergab eine neue zellartige Chromozelle in Krebszelleninnere, deren Genmutation unbekannter Ursprung ist. Handschriftlich, die Chernobylit-Nanolösung könnte eine Sackgasse sein. Bisher zeigten nur 2 Tests besonders positive Ergebnisse. Ich empfehle, dass wir unsere eigene Chernobylit-Genmanipulationstechnologie entwickeln. Es wird zeitaufwendig, sollte langfristige bessere Ergebnisse liefern. Okay, es wird also damit Zellen reanimierende... Oh, habe ich mich erschrocken. Experimente gemacht. Warum ist das immer alles so super laut? Du hast die Quest geschafft. Alter, erschreckt man sich. Ne, also werden damit tatsächlich Experimente gemacht. Ja. Was eigentlich für eine gute Sache sein kann. Stell dir mal vor, Autounfall, man verliert seinen Arm. Schwuppdiwuppdi, knalldiwaldi. Man kann mit so einer Chernobylit-Nano-Injektion den Arm wieder vollständig herstellen. Durch die Vermischung der eigenen... Aber, das ist Gott spielen. Und wir sind nix Eidechse. So.
Na komm, erzähl. Yay! Und wir haben Belohnung bekommen, das. Da sind die Helikopter unterwegs. Heftiger Scheiß. Ganz viele Helikopter sind da unterwegs. Was ist denn das da hinten für einer? Der da hinten am... Achso, das sah so aus, als würde er so komisch leuchten. Ja, tut er, aber das ist durch das Chernobylit aus dem Reaktor. Und das Reaktor wird immer schlimmer, ne? Der Reaktor. Mit dem verseuchten Chernobylit. Diese Dinge entwickeln sich zu nichts Gutem. So. Psychosalbe. Davon sollten wir definitiv noch ein paar mitnehmen. Und die Heilsalbe. So, und dann brauchen wir nochmal Motivation für die AK-47. Ich bin auch gar nicht drauf gekommen. Ich hab auch noch gar nicht... Noch einmal Schrot hier herstellen. Gut. Erstmal gucken, dass wir einmal ganz kurz unser Revolver mal ein bisschen schicker machen. Hat mir hier irgendwas verändert? Am Magazin? Ja, wir haben ein gigantisch großes Magazin drauf. Dieses Hoch. Ich weiß nicht, ob ich das beim Revolver mit dem Zielfernrohr gut finde. Das ist den wir ausgelöst haben, klar. Da könnte echt nur so ein Rotpunktvisier drauf. Das wäre, glaube ich, mehr Sinn ergeben. Das hat man, das war negativ vom schwarzen Stalker gerade. War das keine gute Idee. Was ist das? Leuchtpunktvisier. Macht mehr Sinn einfach, dieses Ding an den Revolver zu haben, anstatt so ein Teil. So, dann lass mal gucken. Wo ist denn die Schrotflinte, die wir haben? Können wir hier nur Verbesserungsstationen herstellen? Aber ich dachte, ich könnte hier auch die Schrotflinten machen. Okay. Gut. Verbessern, dachte ich. Gibt es eine Schrotflintenverbesserungsstation? Damit könnte man, glaube ich, was bauen. Industrieofen. Negative Massenerzeuger. Scheiße. Uns fehlt dazu mechanische Teile. Kackdreck. Aber wir bringen den Industrieofen mal hier unten an. Wir könnten nämlich das nächste Mal diese Rüstbank herstellen. Das wäre, glaube ich, echt wichtig. So, Kinderchen. Wir gehen jetzt hier ins Bett und das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir haben sehr viele schwarze Stalker gesehen und das war ein bisschen gruselig. Also, wir sehen uns. Vielen Dank. Ciao mit V, tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Tschüss.